Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, uns wurde soeben eine Geheimrede des Erich Honeckers zugespielt. Ja, und wir sollten es da einfach mal ohne Umschweife. Ja, da sind wir völlig überrascht. Natürlich, das macht uns perplex. Und auf solches einfach mal Ton ab jetzt hier. Also, klappt doch wunderbar. Ja, also Sie kommen jetzt hier, ja, und das haben Sie wirklich, ja, das ist eine alte Geheimrede. Von wann war die? Ach so, 1900. 2 Jahre vor Fall der Mauer, ja. Muss 87 gewesen sein, irgendwann, ja. Das sagen Sie, das ist so gewesen, ja. Na, dann drücken Sie mal auf da, dann spielen Sie mal ab, das Ding da. Ja, mach ich mal, drück da mal auf jetzt hier, also. Also klappt doch. Ja, wenn wir nach dem Westen schauen, dann sehen wir unter die Rockmusikanten die westliche Kulturlokomotive der amerikanischen Musik. Ja. Da gibt es diese Rocker, ja, und die machen da immer da, das sind neue Neonazis, ja, das sehen Sie da in diesen, ich möchte nicht sagen, uns vorgegaukelten demokratischen System, ja, Bundes. Republik, ja. Wir aus unserer Einheitspartei, die hier eine Demokratie zulässt mit hundertprozentiger Mehrheit unserer SED-Partei, Einheitspartei mal eins, nur da allumfassenden, ja. Wir wollen nicht sagen, ja, wir können hier nicht von Diktatur, hier nicht, nein, nein, nein. Wir nehmen die Freiheit auf uns, ja, uns das zu kritisieren, dieses Rauditums, ja, Raudi, ja, der Demokratie. In der Demokratie steht ein Rauditum, ja. Und das darf gar nicht erst hier wird ausgewiesen. Und ich sage, ich hoffe, dass wir einmal mit unserer hundertprozentigen Mehrheit nicht einmal irgendwann uns unsere Demokratie die hundertprozentige einmal mit irgendwelchen Anteilen anderer demokratischer Kräfte zu teilen hätten. Wir wissen, ja, berufen wir uns ja auf das Zusammenführen aller Parteien, ja, in der DDR, dank Wilhelm Pieck, ja, Pieck, Pieck, Wilhelm, Wilhelm und nochmal Pieck, ja. Er verschaffte uns die hundertprozentigen Mehrheiten, ja, demokratische Mehrheit, hundertprozentig mal eins, ja. Wir sind damit eine demokratische Diktatur. Oh, ja. Ja. Ja, also der Genosse Honecker, der ist ja heute, ja, der ist ja heute, das ist ja sowas von einer Art von Einheitsrede, ja, und die will der denn öffentlich auch noch vorführen. Nur hat er das hier geprobt, ja, hier unten, ja, hat er das geprobt hier, ja, in unsere Räumlichkeiten hat er das geprobt, und dann geht er bald raus und dann streckt er die Faust wieder da zum Gruße, wenn die Volksarmee marschiert, und dann will der das denen da auch vortragen, hat er gesagt, ja. Gegen das demokratische Rauditum vom Westen, ne? Dass man da nur seine diktatorische Demokratie der 100% dagegen stellen kann. Das ist ja wirklich eine Kampfparole, ja. Und ich hoffe, dass er das auch macht, ja.
Das hoffe ich ja. Gut, wir schalten uns hier raus, ja, Ton aus hier. Na also, ja, also das ist ja dann nie, die Rede hat der nie gehalten, ja. Das ist ja, da ist ja unsere Rückschau auf auf die damalige DDR. Also wir müssen hier noch mal, wir sind zurückgebliebene Genossen, die sich dann, ja, wir können das auch nicht mehr, ja. Sie sind zur SPD gegangen, ja. Und Sie CDU, ja. Ja, ich bin SPD dann später, ja. Ja, sie ist ja Kollege, hat dann CDU gemacht. Ja, also dann hat sich die ganze Diktatur, ja, die wissen wir ja, wie sich die aufgelöst hat. Aber er wollte ja nun das weiter aufrechterhalten, ja. Und er meinte ja, der Westen, da sieht er einen Anteil von, kann ja irgendwie so ein bisschen so, was da denkt er, dass da irgendwo da und das Rowdytum da als solches da, das ist ihm das Faschistische gewesen, wo er gesagt hat, da kommt es wieder hoch und so. Das war ja seine Kritik da damals. Ja, der ist ja nun bis heute nicht hochgekommen. Man ist ja mal nicht irgendwie, ja. Gibt natürlich Leute, die drehen ein bisschen mal, die wollen noch mal was rauslassen, Big Party machen und so, ja, das wissen wir ja. Ja, nun gut, ja. Naja, nun ist ja im Staate alles noch in Ordnung geblieben, soweit. Ja, das ist ja alles nicht gekommen. Nein, ja. Ja, nun müssen sich unsere alten SED-Kaderleiter, die müssen sich jetzt die Demokratie endlich mal teilen. Ja, also ihre Diktatur gibt es nicht mehr. Ja. Das ist so, ja. Das weiß ich ja nun auch. Ne. Ja, das ist nun mal so. Also wir kommen da nicht mehr auf den Sprung in der Diktatur jetzt erstmal. Das geht gar nicht. Ne? Ja, ist doch klar, Mensch. Muss doch mal einsehen. Wir haben wir die in West-Berlin, die haben wir ja weichgekocht mit unserer Diktatur hier und wir haben alles weichgekocht und dann haben wir sie nachher rübergeschickt, unsere Querulanten, weil wir hatten ja unsere Querulanten, die gegen die Volkskammer standen, die Bürgerrechtler. Die haben wir dann rübergeschickt. Ja, dann nach dem Westen. Dass das abblitzt und die Kritik hier nicht in die Volkskammer hochkocht. Ne? Die haben ja so lange Westfernsehen für Werbefernsehen geguckt und haben dann, und dann sind die alle mit dem Passierschein damals rüber. Das wissen wir ja noch, wie das damals war. Aber die Welt ist so vergesslich, das sieht man heute. Das ist ja alle 30 Jahre schon her, ja. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor 30 Jahren, ja, und eine angeblich geheime Aufzeichnung, natürlich. Auch das glauben wir einfach alles. Nein, wir bieten das an. Natürlich, denken Sie mal nach. Ja, diese Rede eines Honeckers hat es dir gegeben. Natürlich, wir freuen uns. Ja, wenn wir glauben, dass es sie gegeben hat. Natürlich. Ja, wir raten uns das in die Vergangenheit. Da, wo die Lücken sind. Die Lücken. Lösen wir die Lücken. Ja, schließen wir die Lücken. Zudem, wenn Sie sie nicht selbst besetzen, dann werden wir sie besetzen. So ist es nun einmal. Hallo, hallo, Ihr Sprachfunk.